da muss ich von relativ weit oben fallen, glaube ich. So. Liegt immer noch Holz rum. Also das spritzt so weg, da muss man echt aufpassen. So, das war jetzt der astronomische Frühling, den wir jetzt besprochen hatten. Also Frühlingsbeginn. Astronomisch gesehen, wenn die Sonne oder wenn die Erdachse senkrecht so umgebrochen wie die Sonne steht. Das passiert zweimal im Jahr, denn in Wirklichkeit ist sie ja, geneigt, aber zweimal im Jahr steht sie halt senkrecht. Das heißt, das macht sich dann dadurch bemerkbar, dass die Sonne scheinbar mittags über dem Äquator senkrecht steht. Im Nordsommer steht sie ja auf der Nordhalbkugel senkrecht. Zum Sommeranfang dann auf dem nördlichen Wendekreis und zum Winteranfang, Klammer auf, bei uns, ja. Südhalbkugel geht ja andersrum, und das hatte ich ja schon mal erzählt. So, was gibt es denn noch für Frühlingsanfänge? Da ist einmal vom Wetter her, vom Klima her, sagt man, der 1. März ist der Frühlingsanfang oder der März ist der erste Frühlingsmonat. Das liegt halt daran, dass die Leute Statistiken machen müssen über die mittleren Temperaturen, mittleren Regenfälle und so weiter. Und das macht sich halt leichter, wenn man zum Beispiel den Monat des Frühlingsanfangs ganz reinnimmt als Frühlingsmonat, kann man so leichter rechnen. Wenn man dann sagt, zum Beispiel, der März hat eine Durchschnittstemperatur von, was weiß ich, 8 Grad, der April von 10 Grad und der Mai 12 Grad. Das ist jetzt hier keine Vorhersage, sondern einfach mal eben sowas aus der Luft gegriffen und dann hat der ganze Frühling, kann man dann 3 Monate zusammenzählen und schnell berechnen, das sind das, also auch 10 Grad, 18, 12, so. Wenn ich jetzt berechnen müsste zwischen dem 20. Ja, und dann ist das ja, wie gesagt, jedes Jahr ja auch anders. Das ist mal der 21. März, mal der 20. und irgendwann auch mal der 19. Der 19. ist es übrigens ab 2048 ist der Frühlingsanfang am 19. März. Und wenn man da nichts dagegen tut und vielleicht mal ein Schaltjahr weglässt, dann ist der Frühlingsanfang irgendwann vielleicht Anfang März und dann passt das schon gar nicht mehr. Es gibt ja Kalender, die passen überhaupt nicht zum Wetter. Zum Beispiel der islamische Kalender. Ihr hört ja in den Nachrichten regelmäßig Ramadan und so weiter, der Fastenmonat. Da dürfen die Muslime nur am Tag, nee, am Tage eben nicht, da dürfen sie nur nachts essen. Und am Tage müssen sie fasten. Ich weiß nicht, ob sie Wasser trinken dürfen. Wenn nicht, wäre das natürlich eine richtige Bestrafung schon Fasten. Da wo die Muslime ja herkommen, wo der Glauben herstammt, nämlich in Arabien, arabische Halbinsel, Mekka und so weiter. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich sollte das vielleicht etwas systematischer machen. Da ist es ja im Sommer doch irrsinnig heiß. Das haben inzwischen, hat das die FIFA auch gemerkt und hat gesagt, ach man, warum haben wir denn bloß die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nach Katar vergeben? Da können wir ja gar nicht spielen. Und deswegen müssen wir die Spiele im Winter stattfinden lassen. Oder im Herbst. Es ist ja noch gar nicht Winter. Dann das Endspiel soll ja dann, kam jetzt raus, am 18. Dezember stattfinden. Ja, und wie kam ich da drauf? Also,
die Jungs, die mischen Jungs, die müssen und die Mädels auch, ja, die müssen ja Fasten einhalten, wenn sie nicht trinken dürfen, tagsüber bei 30, 40 Grad oder noch mehr. Ist das ja sehr unangenehm. Wie ist das eigentlich zum Beispiel? Vielleicht ist ja jemand unter euch Moslem und kann mir das beantworten. Wie ist denn das, wenn man jetzt im Krankenhaus ist und eine Infusion bekommt, ja, weil man halt nicht gesund ist? Kriegt man zum Beispiel eine Zuckerlösung oder irgendwas, was die einem da geben, oder vielleicht eine Sonde in dem Magen, wenn man sonst nichts isst? Darf das der Muslim, darf der im Krankenhaus so Flüssigkeiten sich eintrichtern lassen als gläubiger Muslim, oder darf er das auch mal nachts machen? Na, ihr kennt ja die Leute, die dann nach einer Operation mit ihren Fläschchen da über die Flure schleichen im Krankenhaus. Schleichen deshalb, weil sie ja noch nicht so fit zu Fuß sind, aber man muss ja üben, sonst lernt man ja alles. So. Und da ist irgendwelche Salzlösung, Zuckerlösung, was gar, also alles Mögliche drin, was der Körper so braucht. Und darf der Muslim das überhaupt machen? Wäre ja mal interessant. So, wir waren aber beim Frühlingsanfang gewesen. Ach ja, der Kalender, der muslimische Kalender, der geht ja auch völlig nach dem Mond. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist ja ein Mondkalender. Und da geht ein Monat von Vollmond, Vollmond oder von Neumond zu Neumond, muss man es nicht, aber auf jeden Fall. Ganz schön abgegrast haben wir hier. Naku, jetzt sind die ganzen Bäume weg. Und wo habe ich denn meine? Ach, da ist die große Tanne. Fichte. Sie ist gewachsen. Ja, und ich denke doch, dass die mehr Holz hat. Die geht ja vierspurig nach oben, sozusagen. So, dann werden wir mal die nächsten hier hinsetzen. So, dann setzen wir mal die nächsten hier hin. Da, wo schön Luft ist. Hier sind wir schon am Dschungel. Dschungel ist gut. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wir wollen ja Fichtenholz. Und da werden wir dann mal so ein bisschen. Ne, die sind zu dicht, dann machen wir mal ein bisschen mehr Platz. Damit die auch wirklich Platz haben, hier groß zu werden. Oder nicht nur Holz. Ja, das kann ja mal sein, dass das auf die Blätter spritzt und dann. So, was gibt's noch für Frühlinge? Es gibt ja den kalendarischen oder astrologischen Frühling, hatte ich schon gesagt. Übrigens zur Berechnung des Osterdatums wird immer der 21. März als Frühlingsanfang genommen. Da ist es ja so, dass das habe ich mir jetzt nicht notiert, aber das wissen wir auch so. Frühlingsanfang, dann gibt es eine Mondphase danach. Ich weiß nicht, ob es Vollmond oder Neumond ist. Also eine der beiden Mondphasen und der darauf folgende Sonntag ist dann der Ostersonntag. Und am Ostersonntag, den berechnet man, und alles andere hängt sich davon auf, nach vorne in die Fastenzeit. Und der Aschermittwoch und die ganze Faschingszeit sozusagen nach hinten in der Himmelfahrt, Pfingsten und so weiter. Und Leichnam. Also das geht auch alles nach dem Mond. Aber bei den
Sudan. Beim Islam ist es halt so, dass der Mondkalender richtig streng angewendet wird. Und ich lege mich jetzt erstmal hin. Bisschen kalt hier, oder? Aber sollte eigentlich klappen.